Moin Leute, Kollas hier. Willkommen zurück zu BattleBit Remastered. Leider ist wieder Basra Conquest geworden. Ist ein bisschen schade auf den großen Servern, da spielt sie leider nicht so viele verschiedene Maps. Ist ein bisschen sad. Oh Gott, Alter. Ich habe jetzt die G36C bei und die RSH12. Gucken wir mal, wie es wird. Ich habe beide schon ein bisschen gespielt. Drop the ropes, please. Okay. Da weiß einer nicht, wie man die Ropes droppt. Das ist natürlich sad. Oh, nee. Oh, ich verblute, oder? Oh Gott. Das war close. Ist natürlich super gelaufen gerade. Oh Gott, da ist BTR. How the fuck habe ich den gemisst? Okay, der ist gone. Es war auch. Also der zweite Schuss war auf jeden Fall daneben, aber. Okay. Ich dachte, der würde einen einsteigen. Thanks. Oh Gott, Alter. Nee, ich muss hier gerade mal weg. Also der Start läuft ja gerade richtig beschissen einfach. Oh, geh mir aus dem Weg! Der Block... Wait, das ist nicht mein BTR. The fuck war das gerade? Ist er ernsthaft ein BTR einfach random hingerollt? Na, sad. Okay, den haben wir. Den haben wir nicht. Ja, es lohnt da nicht. Ah, Gott, Alter. Erstmal richtig hart failen am Anfang, ey. Ja, nee. Das lohnt nicht, das ist zu optimistisch. Oh Gott, nee. Okay. Zwei Hits reichen mit dem Revolver auf jeden Fall für einen Kill. Schauen wir mal, ob wir da was hinkriegen. Oh fuck, das ist ein Gegner gewesen. Lul. Ich hab das wegen dem Gitter, habe ich zu spät gesehen, dass der keinen Blobenpunkt hat. Bisschen sad. Der Medic revived mich leider nicht.
Wenn wir bei dir spawnen könnten, wäre cool. Okay. Das war ein eindeutiges Nein. Ja, komm. Dann gehen wir hier hin. Und machen uns auf den Weg nach A. Basra ist eine coole Map, muss man ja sagen, aber das Problem ist einfach, dass du teilweise zu häufig diese Map spielst. Okay. Den haben wir. Ich weiß nicht, wo die beiden Leute hin sind, aber den haben wir. Oh Gott, Alter. Aim ist halt wieder richtig kacke, ne? Oh fuck. Nee. 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 Da ist ein Sniper. Ach, scheiße, Alter. Der sieht mich hier. Er wird gerade schon angegriffen, also. Irgendwo da ist er. Gesehen. Scheiße, Mann, da ist ein Panzer. Panzer und BTR. Okay, ich bin am Sack. Dafür hätte ich den Raketenwerfer eher gebrauchen können. Das ist ein bisschen sad. Der ist, glaube ich, ausgestiegen. Ah ja, der. Oh, ein Blöd! Okay. Ich glaube, hier liegt doch noch einmal. Oh nee. Unlucky Timing. Ich war ja am Überlegen, ob ich mich eben hinhaue, ne? Zum Hirn. Aber dachte, ja. Zeitersparnis und so. Ja, klingt vernünftig. Ja, das sieht doch okay aus. Nehmen wir. G36C, ja, ich weiß nicht, ist auf einer Stufe wie die ACR, würde ich sagen.
Also quasi so wie ich es auf der Shooting Range getestet hatte, fühlt sie sich auch hier an. ACR ist ein bisschen konstanter. Mit den Schüssen. Aber die. Oh ne. Ne, ne, ne. Zu viele. Aber G36C wirkt halt auch recht strong, muss man sagen. Wobei. So, vielleicht nicht. Wow. Okay. Ja, sind halt zu viele auf einmal und ich hab's halt hart verkackt mit den Schüssen. Fuck man, ey. Thanks, mate. Are you kidding me? Kidding me. Ah, fuck man, ey. Ach, Alter. Er kann nicht wahr sein. Ja, jetzt habe ich noch ein extra Cover hier. Ja, da habe ich ein paar. Aber nicht genug. Zwei mit der G36 und drei mit einer Mine. Okay, E holen wir schon wieder. Das heißt, wir müssen hier weiter gucken. Vor allen Dingen, die haben da oben erobert, was halt richtig kacke ist. Das heißt, die überrennen hier definitiv bald den Punkt. Oh Mann, ey. Ich hätte aufs Semi-Auto stellen müssen, dann wäre es besser gewesen. What the fuck war das? Ich hab da ja aus vier verschiedenen Winkeln habe ich da ja Schüsse drauf gekriegt. What the hell? Ne, da brauchen wir nix. Ich weiß nicht, ob wirklich Medium Range Scope da drauf Sinn macht. Also bei der ACR glaube ich mehr als bei der G36. Ist aber halt beides eher ein bisschen kritischer zu sehen. Ihm lassen wir mal ein Geschenk da. Okay, der Typ, der da lag. Der war noch am Leben. Ist ein bisschen sad. Wenn du denkst, hier kommt kein Gegner her.
Lol, wie ich den outplayed hab. Der hat mich als erstes gesehen. Witzig, dass der mich realisiert hat, aber nicht den anderen, der einen Zentimeter an ihm vorbeigelaufen ist. Das ist sad. Okay, ich glaube, hier sind zu viele Gegner. Bitter. Primär. Ah, ich habe die P90 freigeschaltet. Können wir eigentlich gleich auch nochmal ein bisschen spielen, glaube ich, oder? Ja. Noch ein bisschen G36 und dann P90. Oh Mann. Okay, hier haben wir gerade schon mehr erobert. Hallo, you got a bomb, man. You got a thing in hit, yes. Einfach mal rausgeschossen. Okay, sollte es gewesen sein hier. Weil hier in der Mitte noch was ist, oder? Oder ist das Mate? Das ist Mate, okay. Das ist kein Mate. Das sind auch keine Mates. Als ob der mich gekillt hat. Gott sei Dank sind die auch noch gestorben, ey. Okay. Dann passt das. Thanks, mate. Ich glaube, ich nutze das dann und werd gleich dann auf die P90 noch gehen. Okay, hier rechts unten muss irgendwo ein Gegner sein. Ah, da. Scheiße, Mann. Der Sicherungshebel wollte nicht. Das sind halt die Situationen, da hast du fertig nachgeladen, denkst du kannst schießen und dann zieht er den Sicherungshebel noch nicht nach hinten. Also Endsicherungshebel, so. Und dann kannst du noch nicht starten. Ich weiß nicht, wie häufig ich an sowas verreckt bin. Ja. Dann wechseln wir jetzt mal auf die P90, wa? Gucken wir mal, wie die MP ist. Könnte gut sein, könnte schlecht sein. Keine fracking Ahnung. Okay. Finden die meine Mine, ist halt die Frage. Okay, da sind nur 3, 4, okay, 5 Gegner, 6 Gegner. Also da ist einer und da sind ein paar. Kann ich aber nicht markieren, weil ich quasi hier unten runter gucke. Ja, komm neu. Komm ein bisschen näher. Komm ein bisschen näher. Komm ein bisschen näher. Oh. Ah, ich glaube, wir liegen auch unterhalb der Map, ne? Die können uns gar nicht mehr reviven.
Ist auch sad. Leute, die haben D erobert, ne? Also. Set. Ganz sad. Werden wir revived oder eher nicht so? Na? Könnte. Thanks, Mate. Bandagieren wir uns einmal kurz selber, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Es war gerade ein Mate über uns und der hat hier runtergeschossen. Keine Ahnung warum, aber da war anscheinend was. Was direkt despawned ist. Ist er dort? Okay. Da braucht man nicht runtergehen. Wenn, dann müssen wir halt schon ziemlich frontal gehen. Dann packen wir da mal eine hin. Sad. Da kam direkt einer über uns. Warten wir mal wieder kurz auf den Revive. Müsste hier machbar sein. Außer die Gegner pushen jetzt so komplett durch. Okay, das waren zwei verschiedene Gegner. The Gatter has rallies everywhere over D. Vielleicht nochmal nach. Das war jetzt sad. Da hinter dir ist einer. Okay, der ist dann. Nope. Jetzt musst du nachladen. Okay, also mit einem Magazin drei Leute killen wirkt strong. Und man muss halt sagen, der Recoil ist auch wieder MT-technisch ziemlich niedrig, ne? Gucken wir uns nochmal kurz die Stats an. 28 Damage. 8 L-Armor Damage. What? Das ist ziemlich strong. Recoil quasi auch wieder non-existent. Ja. Ja. Wirkt stark. Den Revolver muss ich zwischendurch halt mal ein bisschen spielen. Weiß noch nicht so richtig. Also man muss halt sagen, der Revolver, der RSH 12 wirkt ein bisschen stärker wie der Unica, aber nicht so stark wie Desert Eagle, aber da war ja irgendwie von auszugehen, also. Okay, schade, da ist keiner mehr. Da ist noch einer. Nope. Die drei gönne ich mir. Das
Sind hier irgendwo Rally Points, wahrscheinlich, ne? Ich meine, sonst können die nicht so schnell da bei uns sein. Das Problem ist, wir verlieren ultra viele Tickets gerade. Ich habe ihn nicht gesehen. Also, als er geschossen hat, habe ich ihn gesehen, aber davor habe ich ihn nicht gesehen. Thanks. Richtig bitter. Okay. Jetzt haben wir wieder 3 Punkte. Mal gucken, wie lange wir es halten können. Na. Okay. Passt. Immer schön die Mates reviven, wenn du noch eine Bandage hast. Oder wenn es gerade situationsentsprechend machbar ist. Jo. Sowas dachte ich mir schon. Selbst zwischendurch mal ein bisschen hin und her jumpen, dann kriegst du zumindest keinen Headshot. Ist zwar auch keine Garantie dafür, aber unwahrscheinlicher. Das war nur ein Körpertreffer, es war kein Headshot. Hier jetzt zweimal, eine Bandage habe ich dann noch. Kann ich dann einmal zum Blutungsstoppen nehmen. Ja, zum Reviven leider nicht. Den haben wir auch. P90 wirkt. Aua. Auch sehr stark. Alter, ich hab markiert. Heul nicht rum. Oh Gott. Boah, scheiße, Alter. Lol. Keine Ahnung, was das für eine Aktion war. Der hat echt gemeint, der kann mich pisteln. Ich habe leider gemisst bei dem Heli. Ein bisschen sad. Ach cool, ich kann hier liegen bleiben. Dann heal ich mich hier einfach mal. Sehr gut. Dass ich das überlebt habe, war ehrlicherweise auch ein bisschen frech. Also haben halt 2 Leute hart verkackt. Aber ich leider auch. Das wäre eigentlich die Chance gewesen, um den Heli da runter zu holen. Aber da war ich zu nervös, weil ich gesehen habe, dass ich da schon einer am Abseilen war. Ah, fuck, man. Der ist schon weg. Haben wir B? Ja, haben wir. Das sind unsere... Ein Draw? Lol. Als ob. What the fuck? Okay. Schon witzig. Jo, 37-11. Solide Runde. Könnte ein bisschen besser sein, aber ist fein. G36C ist nice. Selbe Stelle wie die ACR, würde ich sagen. Nicht besser, nicht schlechter. Also auch S-Tier. P90 wirkt auch super stark. Dementsprechend auch eher A-Tier. Ist aber nicht so gut wie die Desert Eagle. Also... die ist halt besser als die Unica, der Revolver, aber ansonsten, ja, schauen wir mal. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Bis denn, viel Spaß beim Battlebit zocken und adios.